Im heutigen Video reden wir über das Thema Knieschmerzen und genauer Meniskusrisse, Meniskusschäden, die du vielleicht auch schon diagnostiziert bekommen hast bei einem MRT oder sonstigen. Und du fragst dich jetzt sicherlich, was ist zu tun? Muss ich operiert werden, ja oder nein? Können auch nur Übungen und Physiotherapie helfen? Kann ich wieder schmerzfrei werden und kann ich vor allen Dingen auch wieder Sport machen? Diesen Fragen gehen wir auf den Grund, klären die größten Mythen zum Thema auf und ich zeige dir die drei wichtigsten Grundprinzipien im Training, die dir dabei helfen, wieder fit, leistungsstark, beweglich und schmerzfrei zu werden. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. So, und ich würde sagen, als erstes schauen wir uns mal gemeinsam die Meniskusanatomie an. Die ist eigentlich immer sehr aufschlussreich. Das ist der Meniskus. Ja, wir sehen hier übrigens ein voll funktionstüchtiges Kniegelenk, das ist zwar frei präpariert, aber nicht irgendwie beschädigt. Das heißt, dass dieser Meniskus hier hin und her gleitet, das ist auch normal. Und was wir auch erkennen können, der Meniskus ist hier verwachsen mit dem Kreuzband, mit dem Außenband und ist doch eine ziemlich starke, dicke Struktur im Kniegelenk. Wenn wir das Ganze uns einmal schematisch anschauen, ja, von oben, dann sieht man hier auch den Innenmeniskus, Außenmeniskus, ja, das vorne, nur damit ihr das auch mal gehört habt, ja, wir haben immer ein Hinterhorn, einen Meniskuskörper, einen Vorderhorn und wir haben die sogenannte Meniskuswurzel hier, ja, die ist im Falle des Außenmeniskus mit dem vorderen Kreuzband verwachsen, im Falle des Innenmeniskus mit dem hinteren Kreuzband und wir haben auch ein Innen- und ein Außenband, wo Verwachsungen da sind. Ja, also dieser Meniskus, wie gesagt, relativ beweglich. Der hat eine Ernährungsfunktion vom Kniegelenk. Ja, das heißt, der ist ganz, ganz wichtig dafür, den Gelenkknorpel zu ernähren und der hat natürlich auch einige biomechanische Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Stoßdämpfung und federt natürlich auch mechanische Einwirkungen ab. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, diesen Meniskus auch zu erhalten. Und vielleicht eine ganz interessante Statistik noch am Rande. Ja, also wir haben jedes Jahr in Deutschland hochgerechnet 40 bis über 50.000 diagnostizierte Meniskusschäden. Also ein Problem, was relativ häufig ist, ja, eins der häufigen klassischen Knieverletzungen bzw. degenerativen Erscheinungen. Das ist halt alles andere als selten, dass das Ganze diagnostiziert wird. Deswegen sollten wir uns im nächsten Schritt mal fragen, was können wir dagegen eigentlich tun? Sollten wir operieren? Ist eine Operation vielleicht weniger sinnvoll? Das schauen wir uns mal an. So, damit kommen wir auch zur nächsten Frage. Ist ein Meniskusriss eigentlich immer schuld an meinen Knieschmerzen? Da muss man erstmal ganz klar zu sagen, Knieschmerzen sind immer multifaktoriell. Das heißt, nur weil du Knieschmerzen hast, heißt das nicht automatisch, dass du einen Meniskusriss hast. Nur weil du einen Meniskusriss hast, heißt es aber auch nicht automatisch, dass du Knieschmerzen haben musst. Ja, oft ist ein Meniskusschaden eine Diagnose, eine Begleitfolge, ja, aus Sachen wie zum Beispiel vorausgegangenen Verletzungen, vorausgegangenen Unfällen, vorausgegangenen degenerativen Erkrankungen. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der nie viel Sport gemacht hat oder im anderen Extrem, du bist jemand, der hat immer extrem viel Leistungssport gemacht, allerdings vielleicht auch einseitig. Ja, vielleicht gibt es jetzt gewisse muskuläre Defizite etc. etc. Was sagt die Hüfte? Was sagt das Sprunggelenk? Wie ist der Stress auf der Arbeit? Wie oft habe ich Zeit in der Woche für Training, wie sieht meine Ernährung aus? Ja, das sind alles Sachen, die da tatsächlich auch in das Thema Knieschmerzen reinspielen. Und was aber natürlich auch stimmt, ist, so ein Meniskus hat, wie gesagt, eine Ernährungsfunktion für den Gelenkknorpel. Also ist ganz, ganz wichtig, gerade so bei Gonarthrose. Oft ist es halt so, dass wenn der Meniskus geschädigt oder stark geschädigt ist, auch eine Gonarthrose die Folge ist. Deswegen ist es auch wichtig, den Meniskus, solange es geht, zu erhalten. Und das ist auch gut möglich. Und er hat natürlich auch ganz klare biomechanische Funktionen. Das konnte man gerade im Video sicherlich gut erahnen. Der hat also auch eine Pufferfunktion, der ist für die Tiefensensorik zuständig, das heißt, wie stabil das Knie ist, etc. Also Schwarz-Weiß-Denken ist hier nicht möglich. Ja, man kann jetzt nicht einfach behaupten, ja, der Meniskus ist egal, man kann aber auch nicht behaupten, der Meniskus ist schuld an allem. Wichtig zu verstehen, Training und gezielte Übungen sind immer fast risikolos machbar und sinnvoll. Das nehme ich schon mal vorweg, da werden wir nachher noch drüber reden. Auf der anderen Seite gilt jedoch auch schwere Meniskusrisse und Kombinationstraumata. Ja, das heißt so zum Beispiel, oft ist es so, dass wenn man jetzt bei einem Sturz sich das Kreuzband reißt, oft auch der Meniskus was abkriegt oder man hat Probleme mit dem Außenband, dass auch da der Meniskus was abkriegt. Und dann kann es natürlich akute Gelenkblockaden hervorrufen. Das heißt, man kann das Knie nicht mehr richtig beugen und strecken oder nur unter sehr, sehr starken Schmerzen mit Ausweichbewegungen trainieren. Dann ist natürlich auch klar, hey, hier kann vielleicht eine operative Intervention sinnvoll sein. Wichtig ist einfach zu verstehen, es gibt nicht den einen
Meniskusriss, nicht den einen Meniskuspatienten, sondern man muss hier leider von Fall zu Fall unterschiedlich abwägen. Mir ist aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, ja, nur weil du jetzt ein bisschen Knieschmerzen hast, diesen diagnostizierten Meniskusriss hast, aber vorher nie richtig trainiert hast, ja, dann ist nämlich auch ganz klar, und hier kann man sich so ein bisschen die Forschung anschauen zu dem Thema, dass es hier doch viele Gruppen gibt, konservative Therapie, bei denen tatsächlich der Trainingsansatz, also erstmal mit Training und Physiotherapie vorzugehen, konservativ heißt das, der sinnvollere ist. Ne? Also wie gesagt, wir haben hier diese akuten Gelenkblockaden. Ja, hier hat sich dann gezeigt, okay, eine Operation mit einer Meniskusnaht, mit einer Reparatur oder so einer Entfernung des oder Teilentfernung, Ektomie heißt das, des Meniskus ist hier die beste Variante. Einfach im statistischen Durchschnitt, ja, hier haben sich halt die, hier wurde so eine Art Übersichtsarbeit gemacht und das wird natürlich in der klinischen Behandlung auch nachverfolgt. Hey, was funktioniert am besten? Dann haben wir als nächstes die traumatischen reparablen Meniskusrisse. Also wenn ich jetzt gestürzt bin beim Sport, beim Skifahren, wo auch immer, ja, und der Meniskus wirklich akut durch den Sturz verletzt wurde. Auch hier ist eine Operation mit einer Reparatur oft die beste Alternative. Hintenrum gibt es natürlich bei beiden Varianten auch eine anschließende Physiotherapie und darauf aufbauende Trainingsmethoden. Wichtig jedoch, wenn es traumatisch, degenerativ und nicht reparabel ist, dann ist eine konservative Therapie erstmal angezeigt, ja, die man 3 Monate auch testweise ausprobieren kann. Und dann gibt es viele Patienten, die darauf sehr, sehr positiv reagieren. Und falls nicht, kann man immer noch mit einer Operation reagieren. Was dich vielleicht auch betrifft, der jetzt hier zuschaut, die typische degenerative Meniskuserkrankung. Viele Meniskusrisse, Läsionen sind einfach degenerativ. Ja, das geht dann oft auch einher mit einer Gonarthrose, ja, Kelgen-Lawrence-Score. Größer 2, also solche Arthrosen, die werden ja auf einer Skala von 0 bis 4 eingeordnet und über 2 ist dann schon eine deutlich fortgeschrittene Arthrose und hier hat sich ganz klar gezeigt, hey, die konservative Therapie, ja, die zeigt hier die besten Ergebnisse, das werden wir gleich auch noch schauen, die Ergebnisse sind relativ eindrucksvoll, also hier kann man wirklich nach 3 Monaten eine deutliche Schmerzminderung, deutliche Verbesserung der Lebensqualität erreichen und 3 Monate Training sollte natürlich nur der Einstieg sein zu einem lebenslangen, nachhaltigen Trainingsprogramm. Wie das aussieht, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Vorab, ja, wenn dir das Video gefällt, dann vergiss doch nicht, einen Daumen nach oben zu geben, das Video vielleicht auch mit Leuten zu teilen, von denen du weißt, hey, die haben Probleme mit dem Knie, mit dem Meniskus vielleicht spezieller, weil das, was ich hier erzähle, das wissen die meisten Leute leider nicht. Es wird da draußen immer noch daran geglaubt, hey, ich brauche eine Operation, ja, dann mache ich einfach Pause und schon das Knie, schon mich sozusagen gesund, das Knie heilt und dann ist wieder alles gut. Das entspricht leider überhaupt nicht der physiologischen Wahrheit. Ja, so ein Meniskusriss, der heilt natürlich nach einer Operation. Danach ist aber auch wieder ganz, ganz wichtig, die Voraussetzung für Belastbarkeit wiederherzustellen. Und wie das durch Training geht oder manchmal auch ganz ohne Operation durch Training geht, das schauen wir uns jetzt an. So, und ich versuche mich jetzt hier natürlich kurz zu halten, aber es gibt im Prinzip 3 Gebote der Knierehabilitation. Und die sind übrigens auch universell gültig, beziehen sie jetzt nicht nur speziell auf den Meniskusschaden, sondern auch auf Dinge wie Arthrose oder Knieschmerzen allgemein. Ja, und das erste wichtige Gebot ist, du sollst nicht ruhen. Ja, also Pause machen ist tatsächlich das Schlechteste, was man machen kann. Bei Pause hast du alle Risikofaktoren, aber keinen positiven Einfluss auf deine Schmerzen. Du sollst nicht stagnieren. Wir werden über das Thema Progression reden. Warum ist progressives Krafttraining so wichtig, um das Knie wieder fit zu bekommen? Wir schauen uns auch noch so ein bisschen das Thema Kofaktoren an, also Sprunggelenk, Hüfte, Rumpf und wie man sein Gewebe langfristig richtig und aufbauend konditioniert. Ja, warum jetzt sowas wie Beweglichkeit eigentlich viel mehr darauf beruht, auch mal springen zu können, mal explosiv sein zu können und warum das auch so wichtig ist. Und ich versuche mich hier kurz zu halten. Ja, warum ist Pause machen eigentlich ein absolutes Desaster für unseren Körper und unser Bindegewebe vor allen Dingen, was dann auch wiederum zu Schmerzen führt. Ja, also viele Leute, die Knieschmerzen haben, die haben eigentlich auch so ein, ja, so ein latent unterschwellig entzündetes Kniegelenk. Ja, das betrifft dann nicht nur den Meniskus oder die Arthrose, sondern es betrifft auch die umgebenden Strukturen, Bänder und Sehnen, Patellasehne, Kniesehne, die oft in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind, muss man leider attestieren. Die meisten Leute machen kein gezieltes Krafttraining. Das gilt sogar oft für Sportler. Also wenn du Läufer bist, irgendeine Mannschaftssportart machst, 99% der Leute, die ich kennenlerne, ja, und das ist jetzt mein Durchschnitt, die machen kein gutes, konsequentes Krafttraining. Ja, das setzt sich leider
auch sehr, sehr langsam durch. Und was passiert, ja, wenn man nicht regelmäßig trainiert und kräftigt? Ja, natürlich haben wir sowas wie Muskelatrophie. Ja, das sieht man hier, dieser Muskelquerschnitt, der geht runter. Das sind hier übrigens die Tage, ja, also 22 Tage wurden hier beobachtet. Das ist also kein langer Zeitraum, sondern 3 Wochen. Reichen da schon aus. Wir haben hier sowas wie Sehnensteifigkeit, ja, umso höher, umso besser. Wir haben hier noch einen anderen Wert für eine mechanische Eigenschaft und Torque ist in Englisch das sogenannte Drehmoment, also wie viel Kraftübertrag am Gelenk haben wir. Und du siehst hier, wir haben teilweise spektakuläre Defizite, die nach kürzester Zeit auch entstehen. Und das Ganze hier, das ist tatsächlich etwas, deswegen machst du vielleicht auch die Erfahrung mit Übung, Rückschritte zu machen. Du machst also Übung und du hast Schmerzen, weil du dich hier in diesem Bereich schon lange befindest und wahrscheinlich sogar noch viel extremer, weil du schon seit Wochen, Monaten, Jahren kein richtiges gezieltes Krafttraining machst, im Extremfall. Und dann machst du eine Bewegung und dein Körper, der hat sofort Alarmglocken an. Ja, die Schmerzinterpolation, also das Schmerzsignal ist unheimlich hoch, weil dein Körper gar nicht beschädigt wird, sondern diese Bewegung einfach als Gefahr wahrnimmt. Das Paradoxe daran ist aber, natürlich brauchst du Bewegung, um wieder diese mechanischen Eigenschaften zu verbessern. Ja? Und da bringt Pause eben nichts, weil mit Pause machst du diese mechanischen Eigenschaften immer nur noch schlimmer. Was dort hilft, ist eben Progression. Ja? Und wie kann jetzt diese Progression aussehen? Ja, dazu gehen wir zum nächsten. Also erstes wichtiges Grundprinzip, ja, auch bei Meniskusschäden, Pause machen funktioniert nicht. Du musst dir auf der anderen Seite auch keine Sorgen machen, nur wenn du trainierst und dadurch sogar mehr Schmerzen bekommst, ist auch nicht da der Meniskus weiter eingerissen oder du hast irgendwas verschlimmbessert. Nein, du hast erstmal Schmerzen, okay? So, diese Schmerzen, die sollten wir jetzt auf einem gewissen Niveau behandeln, ja, und zwar, wenn du jetzt eine Übung machst, wie eine Kniebeuge, wie einen Ausfallschritt, um deine Oberschenkelmuskulatur zu kräftigen, was natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dann solltest du erstmal mit Hilfe dieser Schmerzampel arbeiten. Also eine Skala von 0 bis 10. Und du siehst schon diese Schmerzen hier, keine Schmerzen bis tolerierbare Schmerzen, da ist die Ampel auf grün. Also hier kannst du sowieso immer rumtrainieren. Und selbst diese verstärkten oder stark spürbaren Schmerzen, die sind sogar noch gelb. Ja? Alles, was wir lediglich verhindern wollen, ist hier sehr intensive Schmerzen und aufwärts. Das Ganze nicht nur während den Übungen, sondern du solltest das Ganze auch vor allen Dingen am nächsten Tag beurteilen. Das heißt, wenn du mit irgendwelchen Übungen startest, komme ich gleich noch zu, welche das sind, dann solltest du maximal bis zu diesem gelben Bereich hier trainieren. Aber wie gesagt, das sind durchaus stark wahrnehmbare Schmerzen und das ist auch erstmal in Ordnung. Das heißt, wir müssen Schmerzen und können Schmerzen am Anfang auch gar nicht vermeiden. Weil es gibt bei vielen Leuten ja auch so diesen Ansatz, ja, ich versuche jetzt erstmal irgendwie durch Physiotherapie und Massage und Spritzen und Operation schmerzfrei zu werden und dann fange ich wieder mit Training an. Das entspricht leider nicht der Realität. Ja, das wirst du spätestens nach einer Operation in der Reha auch merken. Da wird durchaus unter stärkeren, verstärkten Schmerzen trainiert. Ja, kommt immer so ein bisschen auf die Therapeuten an, aber was die Forschung eben auch, die klinische Beobachtung gezeigt hat, dieses Ampelsystem ist durchaus funktionell, ja, das funktioniert sehr, sehr gut und das habe ich auch oft mit meinen eigenen Kunden und auch an mir selber getestet. Das ist ein durchaus sinnvolles Tool, um zu trainieren. Ja, das heißt, wir arbeiten in der zweiten Instanz, also wir machen keine Pause, sondern wir arbeiten hier schmerzadaptiert und wir dürfen das auch, ohne dass wir irgendwelche Sachen schlimmer machen. So, was uns auch zu der Frage bringt, wie sieht das Ganze eigentlich praktisch aus? Hier können wir eigentlich mit einfachen, klassischen Kraftübungen vorgehen. Ja, und was du hier siehst, ist sogenanntes isometrisches Krafttraining. Also eine Variante hier mit dem Kniestrecker im Sitzen. Ja, da arbeitet man mit so einem Anchorweight. Isometrische Kniebeuge mit Gewicht, ohne Gewicht, mit Unterstützung. Und den isometrischen Ausfallschritt. Warum isometrisch? Ja, ich halte das Video hier an der Stelle auch mal kurz an. Du siehst, hier läuft so ein Timer. Da kann man zwischen 30 und 45 Sekunden arbeiten. Warum? Ja, ganz kurz. Wir sind da bei einem relativ niedrigen Intensitätsniveau unterwegs. Das heißt, wir wollen am Anfang natürlich schmerzangepasst trainieren. Das heißt, bei diesen isometrischen Übungen hast du sehr, sehr gut unter Kontrolle, wie stark sind die Schmerzen. Ja, da hat man oft am Anfang der Übung in den ersten 10, 20 Sekunden so eine Schmerzsteigerung. Ja, hoffentlich eben bis zu einer 4, bis zu einer 5. Wenn es stärker ist,
macht man die Übung einfacher, nutzt weniger Gewicht, nutzt Unterstützung. Wenn gar kein Schmerz vorhanden ist, dann versucht man die Übung sogar zu steigern und das Ganze sogar wieder ein bisschen zu provozieren. Und was passiert? Ja, wir trainieren damit vor allen Dingen unser passives Bindegewebe, also Sehnen und Bänder. Und das Ganze hat sogar noch einen schmerzlindernden Effekt. Ja, das heißt, hier trainieren wir also diese 30 bis 45 Sekunden durch, machen 2 Minuten Pause oder wechseln das Bein, machen etwas weniger Pause und davon machen wir 2 bis 3 Durchgänge. Und das Ganze, ja, ist also, entspricht schon mal 2 Regeln. Du machst keine Pause, du arbeitest schmerzangepasst und es kommt noch eine 3. Regel hinzu, über die haben wir noch nicht gesprochen. Du kannst das Ganze eben auch progressiv steigern. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst mit dieser Art des Trainings deine Schmerzen auch reduzieren. Wichtig ist aber auch zu sagen, okay, ich steigere das Gewicht, also ich bleibe vielleicht auch erstmal bei diesem Schmerzniveau von einer 3, einer 4 oder im Extremfall einer 5 und versuche hier das Gewicht zu steigern, bis ich halt merke, dass das Ganze muskulär limitierend ist, weil ab irgendeinem Gewicht, ja, ist das Ganze natürlich auch muskulär limitierend. Und dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht, ja, habe wieder sozusagen meine maximale Muskelkraft erreicht, ohne dass mich der Schmerz limitiert. Und dann kann ich in weitere Trainingsphasen einsteigen, wie zum Beispiel dynamisches Training. Ich muss mich natürlich auch um Sprunggelenk und Hüfte kümmern. So, hier nochmal ganz kurz kleine Werbung in eigener Sache. Ich hoffe, du hast dafür jetzt Verständnis. Ich kann das ganze Thema hier natürlich nur anreißen. Ja, es ist leider auch nicht so einfach, dass man mal eben 3 Übungen rausschmeißt und dann sagt, hier, die kannst du einfach trainieren, ein bisschen dehnen, ein bisschen Selbstmassage und dann läuft das mit dem Meniskus wieder. Deswegen habe ich dir mein neues Knietraining der Zukunft hier kreiert. Ist seit ein paar Wochen draußen, findest du hier oben in der Infokarte oder unten den Link in der Videobeschreibung. Und da zeige ich dir natürlich diese 3 wichtigen Grundprinzipien, die ich jetzt nur anreißen konnte, ganz, ganz ausführlich. Es gibt auch eine extra Sektion nur zum Thema Meniskusriss, Meniskusläsion und dazu natürlich einen ganz ausgetüfteten Trainingsplan, der dich durch diese einzelnen Trainingsphasen führt, der dir dabei hilft, erstmal wieder schmerzfrei und grundlegend belastbar zu werden, der dir aber auch ein aufbauendes Kraft- und hinterher sogar ein Athletiktraining zeigt, mit dem du auch wieder ganz normal eine Rückkehr in deinen Sport machen kannst, wenn du das möchtest. Und für alle anderen, die einfach sagen, hey, ich möchte hier präventiv, gesundheitlich etwas für meine Knie tun, damit hast du die Grundlage, weil das möchte ich an der Stelle natürlich auch sagen, selbst wenn man hinterher wieder schmerzfrei und auch belastbar ist. Das Ganze ist hier natürlich kein Wochenendtraining, sondern dafür braucht man ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit. Und wenn man diesen Status wieder erreicht hat, gesunde, schmerzfreie Knie zu haben, dann sollte man natürlich auch mindestens einmal die Woche ein gezieltes Krafttraining für seinen Unterkörper absolvieren. Und das findest du auch in diesem Programm hier. Das ist also ein Begleiter, was hier nicht nur irgendwie Postrehabilitation oder Rehabilitation für dich abbildet, sondern lebenslang wirklich auch an deiner Seite steht, dir dabei hilft. Ein solides Training, was Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und Schmerzfreiheit fördert, zu absolvieren. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen das Fazit gemeinsam an. Was bringt Training eigentlich? Ja, da gibt es nämlich auch interessante Studien und Auswertungen zu. Und dann noch ein paar Tipps. Ab geht's. Ja, und damit kommen wir mal zur letzten entscheidenden Frage. Was bringt Training eigentlich? Was kann Training sozusagen ausrichten? Ja, und das Ganze, das beruht auch wieder auf einigen wissenschaftlichen Übersichtsarbeiten, und zwar den Knee Osteoarthritis Outcome Score. Ja, ist also so ein Fragebogen, der wird unheimlich oft auch angewendet. Der teilt eigentlich verschiedene Unterkategorien ein. Ich denke mal, 2 sind hier relativ interessant. Das ist einmal der Schmerz und hier die Quality of Life. Also hier der Schmerz und E ist die Quality of Life. Wie man beispielhaft 6 Patienten ausgewertet, ja, und du siehst, ja, also umso niedriger dieser Wert ist, hier bei 60, das kann man auch so ein bisschen umdrehen, dann hat diese Person 4 oder 5 auf der Schmerzskala. Allein schon 12 Wochen Training, ja, dass man hier teilweise sehr starke bis sehr, sehr starke Effekte hat, also hier gibt es tatsächlich 2 Patienten, die sich auf über 90 Punkte, also fast totale Schmerzfreiheit verbessern konnten. Wir haben hier einen Patienten, der hat aber auf relativ hohem Niveau einen gleichbleibenden Schmerzniveau. Und wir haben hier auch noch die restliche Kohorte sozusagen, die sich zumindest deutlich
verbessert, ja. Und das Gleiche gilt hier mehr oder weniger für fast alle Unterbereiche. Und das Ganze gilt auch hier für die Lebensqualität. Ja, hier gibt es lediglich einen Patienten, der hier eine etwas schlechtere Lebensqualität als vorher angibt. Ja, die meisten, die konnten sich hier allein in 3 Monaten schon deutlich verbessern. Und das ist ja gerade mal der Anfang. Also du kannst auch so ein bisschen hergehen und sagen, wenn du jetzt 3 Monate trainierst und du hast dann schon gute bis sehr gute Fortschritte, aber noch keine totale Schmerzfreiheit, ja, dann gibt der Sache doch mal 1 oder 2 Jahre Zeit. Und ich bin sicher, da gibt es den einen oder anderen unter euch, der da auch völlig ohne Operation wieder auf ein sehr, sehr gutes Ausgangsniveau kommt und auch ein hohes sportliches Niveau wieder an den Tag legen wird. Ja, das ist nämlich nicht die Ausnahme, sondern durchaus die Regel. Ja, und hier noch so ein Schlussfazit zum Training, zum Meniskusriss allgemein. Ja, Training ist immer der Schlüssel zu mehr Lebensqualität und weniger Schmerzen. Ja, ohne Operation, nach einer Operation, sogar in dem Fall vor einer Operation. Ja, es hat sich also gezeigt, Training hat kaum Risiko und nur Nutzen. Ich sage es hier nochmal, ja, ein Meniskusriss durch klassische Kraftübungen oder meinetwegen auch klassische Dehn- oder Beweglichkeitsübungen zu verschlimmern, das ist eigentlich nicht möglich. Dazu braucht es wirklich eine extreme äußere Krafteinwirkung, wie sie beim Unfall oder beim Sport auftritt. Ja, kein Training hat nur Risiko und keinen Nutzen. Ja, also dieses Defensive, ja, ich mache zur Sicherheit jetzt mal Pause und lasse meinen Körper da irgendwie alleine regenerieren. Das funktioniert nicht so, wie du dir das vielleicht in deinem Kopf vorstellst. Im Gegenteil, ja, du verlierst immer mehr Gewebeeigenschaften, Gewebesteifigkeit, Muskulatur. Du bist noch anfälliger für Verletzungen. Du hast wahrscheinlich noch mehr Schmerzen und noch weniger Lebensqualität. Und dein Knie heilt eben auch nicht, wenn du Pause machst. Ja, Krafttraining ist wichtig für mehr Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Beweglichkeit. Ja, dazu kann ich auch mal ein extra Video machen. Was passiert eigentlich im Gewebe? Warum wird man durch Krafttraining nicht unbeweglich, wenn man es, ich sag mal, richtig dosiert und intelligent ausführt? Ausführt, sondern im Gegenteil, warum hilft es dir dabei, explosiv, beweglich, geschmeidig zu bleiben? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Ja, das wäre es mal für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir hier eine Übersicht geben. Ja, wie immer bei YouTube, ich muss so ein bisschen gucken, dass wir innerhalb der Zeit bleiben. Ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder länger geworden. Wenn also irgendwelche Fragen, Unsicherheiten, Unklarheiten offen sind, schreib es mir gerne in die Kommentare und ich werde ein weiterführendes Video dazu machen. In der Zwischenzeit gib dem Video doch bitte einen Daumen nach oben, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Für weiterführende Informationen schau in die Videobeschreibung oder in die Infokarte für Knietraining der Zukunft, mein neues Programm. Und wir sehen uns spätestens im neuen Video. Hau rein und ciao.